Unser Held begibt sich mal wieder auf eine spannende Reise in die unbekannte Welt der Tiefsee. Ist das der legendäre Schatz der Veracruz? Und der ist komplett unbewacht, wie geil. geh weg, schleich die. Was soll denn diese Verarsche? So, dann spack's meine Kammer auf. Und was mag da wohl drin sein? Ja! Scheiße. Ja, Leute, es wird mal wieder Zeit für ein weiteres How to Be und dieses Mal fällt meine Wahl auf einen YouTuber, den ihr super oft vorgeschlagen habt. Ich meine wirklich extrem oft, wirklich super, super extrem oft. Ich meine, lang scrollen, das hier noch, das ist ja Wahnsinn. Ja, es geht heute um Mexify. Oh Gott, das wird so cringe, oh nein! Und wenn du jetzt sagst, Alter, von dem YouTuber habe ich noch gar nichts gehört, dann ist das gar kein Problem. Denn wir schauen uns jetzt in 5 Schritten an, was Mexify so ausmacht und dazu analysieren wir den Kanal bis aufs kleinste Detail. Ja, Moment einmal, was ist denn das für ein Clickbait hier? Nee, Spaß, das hab jetzt ich rein editiert. Ich bin scheiße! Aber apropos Kanaldesign, ganz kurz, ich habe mein Profilbild aktualisiert. Ich fand einfach, auf dem alten Profilbild erkennt man mich ja gar nicht mehr. Das ist auch gut 6 Jahre alt oder so. Auch der Banner ist jetzt ein bisschen zeitgemäßer. Der Spruch, YouTube wie es sein sollte, habe ich vom alten übernommen. Diejenigen, die jetzt nicht unbedingt 6 Jahre hier schon dabei sind, der Spruch ist nicht arrogant gemeint oder so im Sinne von nur hier bekommst du das wahre YouTube. Ich habe jetzt nicht so viel Selbstbewusstsein, dass ich mir so einen Spruch leisten könnte. Sondern das Ganze soll eher so eine Art Leitsatz sein, was ich halt eben für euch sein möchte. Halt zum Beispiel, dass lieber 1-2 Videos pro Woche kommen und die sind dann richtig aufwendig, als statt irgendwie so 1-2 Videos pro Tag, Hauptsache die Klicks stimmen. Dass ich keine große Firma bin mit einem riesen Team und einem Büro, sondern einfach hier aus meiner Wohnung ganz simpel die Videos mache, so wie es halt eben schon immer auf YouTube war. Und das Allerwichtigste natürlich, dass alles, was hier entsteht, aus Spaß entsteht. Dass wir einfach hier eine schöne Zeit haben. Ich finde, gerade im Internet darf der Humor gerne so richtig grenzenlos und trashig bleiben. Für so massentauglichen Humor haben wir ja genügend Serien auf Netflix und Co. Also kurz gesagt, wir bleiben hier einfach auf klassischen YouTube-Content. Okidoki. So, jetzt legen wir aber los. Ihr wollt also wissen, was Mexify so ausmacht. Nun, das erkläre ich jetzt in 5 Schritten und los geht's. Schritt 1 ist die Stimme. Zumindest finde ich einfach, dass diese schon sehr auffallend einzigartig ist. Ist das eine richtige Stimme? Ja, das ist meine richtige Stimme. Yeah. Also ich würde sagen, so eine recht hohe, leicht nasale Stimme, womit den Let's Plays natürlich eine ganz eigene Note verliehen wird. Oha, sind wir schnell. Oh no. Ja, es funktioniert. Komm, bis zum Ziel. Und sanft landen. Ich hab mich echt schon ein bisschen erschrocken. Boah, Leute, stellt euch mal vor, an einem Bus wäre doch irgendwer am Steuer gehockt. Oh, das ist es aber ungünstig. Um das Thema aber abzuschließen, muss man allerdings noch erwähnen, dass Max' Stimme nicht wirklich immer so hoch war. Es gibt 5 Jahre alte Gameplays, da klingt die Stimme noch eher so. Nee, in der Stille fahre ich nicht so gern. Warte, krieg ich meine Stimme nicht so tief hin? Nee, in der Stille fahre ich nicht so gern. Ich glaube, ich hatte einfach so einen Reverse-Stimmbruch. Ja, natürlich. Ich meine, wer kennt's nicht? Noch viel seltsamer wird's aber dann bei Schritt 2, der Dino-Wonsi. Ich denke, man kann schon guten Gewissens sagen, dass dieses Dino-Kostüm schon am meisten Wiedererkennungswert für Mexify sorgt. Früher war es nur auf dem Profilbild oder auf einigen Zeichnungen. Mittlerweile durch das Face-Reveal jetzt auch in echt. Das Krasse ist, er trägt das wirklich immer. Also ich hoffe, da hat er irgendwo so einen Schrank mit 20 Mal dem gleichen Kostüm oder so. Weil immer wieder das Gleiche anzuziehen, bei jeder Aufnahme aufs Neue. Der Onesi! Den habe ich auch gerade an. Das ist genau derselbe. Seit 3 Jahren trage ich den und ich habe noch nicht einmal gewaschen. Bro. Das sieht man einfach aus dem Grund, weil... Ich will es nicht wirklich zeigen. Aber guck mal, ich habe hier zum Beispiel ein Loch. Also, ich nehme alles zurück. Mexify trägt kein Dino-Kostüm. Das Dino-Kostüm trägt ihn. Egal, kommen wir zu Schritt 3. Das ist der Content. Und dieser besteht aus so klassischen Games wie Minecraft, Fortnite, Simulatoren oder Among Us. Among Us ist, by the way, ein Game, was ich mir gar nicht mehr geben kann. Und dieser Clip hier fasst auch gut zusammen, warum dem so ist. Ich kann nur eine Sache sagen. Hochgelaufen. Kann das und da waren irgendwie alle. Ich war die ganze Zeit. Dani und Osaf waren im besten Minuten. Also, ich bin auch ziemlich viele Leute sicher, dass es. Ach, Niki ist tot. Ich dachte, die wären hier voll rausgebaut. Timit und ich haben die ganze Zeit bei Paluten gechillt. Ich kann Timit die Runde ist okay. Das ist aber Paluten. An dieser Stelle merkt man schon, dass Mexify eher so ein schüchterner, zurückhaltender Typ ist. Finde ich voll sympathisch, bin ich ja auch. Aber er ist auch erstaunlich oft, also ähnlich wie ich, der deutschen Sprache nicht ganz so mächtig. Mutter, bitte carry mich. Mutter, bitte, ich leg meine Hände in deiner Hand und dann hast du meine Hände in deiner Hand halt. Wenn ich jetzt zum dritten Mal beim Scan aufgehört werde, wenn ich unterbrochen werde, dann raste ich aber aus. Wir sind einfach Thomas, die Lokomotive, Mann. Heißt das Tiva? Lokomotive? Ich weiß nicht mehr, wie man mich ausspricht. Ich bin einfach Thomas, dieser komische Zug! Ja, genau. Wer kennt's nicht? Thomas, der Zug. Ich mag keine Züge. Ich mag aber Züge.
An der Stelle muss man natürlich ganz klar seine Hundewelpen auch mal erwähnen. Die bindet er auch immer wieder mal recht geschickt in seinen Content mit ein. Alter, Fortnite und Hundewelpen in einem Video. Der Mann weiß, wie YouTube funktioniert. Yeah! Der Humor bleibt dabei immer ziemlich, einfach, was ja bei mir auch nicht anders ist. Also man muss schon hier und da mal schmunzeln, wenn bei so einer Roomtour zum Beispiel mal so ein Joke kommt. Hier draußen habe ich eine unglaublich krasse View auf das Meer. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Unsere Sicht ist einfach scheiße im Vergleich zu der hier. Guckt ihr euch an. Oh mein Gott. Alter, wie krass. Was? Ach ja, noch gar nicht erwähnt, oder? Also der Maxify zieht auch nach Madeira. Ne? Gibt's eigentlich noch YouTuber hier in Deutschland oder bin ich mal wieder das allerletzte hier? Oder am Ende behaupte ich nur, dass ich Münchner YouTuber bin und in Wahrheit habe ich so eine Aussicht aus meinem Zimmer. Aber komm, München, Madeira, das liegt doch fast nebeneinander, oder? What, bist du eigentlich nicht derjenige, der mal rausgehauen hat, dass Griechenland direkt neben Deutschland ist? Ist es doch, oder nicht? Digga, warte, wo ist Griechenland überhaupt? Ist Griechenland nicht links unter Frankreich oder so? Wir brauchen einen Aufbruch in der Bildungspolitik. Schritt 4 sind dann die Skills. Und klar, ich könnte jetzt locker so ein paar Fail-Momente raussuchen, wie zum Beispiel dieser hier. Kann einfach durch und dann... Oh mein Gott, jetzt bin ich gut. Ah nein, es geht doch nicht. Ah nein, Hilfe. I'm stuck. Step bro, help. Was war das gerade? Was ist denn da los? Yeah. Leute, gebt mal einen Daumen nach oben und schreibt hier in die Kommentare, wer diesen Einspieler auch so feiert. Nee, aber wenn man sich mal wirklich so ein paar Gameplays für ihn anschaut, muss man schon sagen, Maxify ist in manchen Games wirklich, wirklich gut. Ich bin ja zum Beispiel in Rocket League ultra schlecht und umso beeindruckender finde ich es einfach, wenn einer sowas hinlegt. Schön, den kriege ich, glaube ich. Komm, Baby. Oh. Oh, let's go, Baby! Woo! Kriegst du den? Okay. Man hat okay. Okay. Spiel nach rechts oder so. Okay, dann bleibe ich im Tor. Oh. Let's go! Das waren jetzt ein paar Beispiele aus nur einem Video. Also, ja, das ist nicht schlecht. Okay. Hab dich! Also, ich könnte es jetzt nicht besser. Da ist er. Ist hochgelaufen. Schade. Aber kommen wir nun zur Erkenntnis. Also, wer genau ist Maxify jetzt eigentlich? Fassen wir es hier mal zusammen. Ich bin 23 Jahre alt, bin am 26.12.1996 geboren. Sprich, ich werde demnächst sogar 24. Wow. Hey, und ich sehe aus wie 13 und höre mich an wie 12. Hey. Nee, Maxify ist ein sehr kinderfreundlicher Kanal. Es wird nie geflucht und immer gute Werte vermittelt. Es gibt hier und da auch super sympathische Aktionen, wie zum Beispiel, dass er kleinen Streamern Geld spendet. Ich muss mal kurz gucken, von wem die war. Von mir. Oh, bist du bescheuert? Das ist dein Puls rechts oben, Leute. Das ist dein Puls. Dein Puls. 160, ich glaube, ich spinne. Was ist bei dir kaputt? Alles. Ich sitze hier in den Dino. Das ist der echte Maxi. Ey, bist du der echte Maxify oder was? Liegestütze. Das ist aber nicht der echte, oder? Nein, das ist ein Faker. Wer ist Maxify und warum? Sowas ist eigentlich schon immer ziemlich cool. Er ist einfach ein super transparenter, mega sympathischer, bodenständiger, freundlicher YouTuber und dafür gibt's von mir einen Daumen nach oben. Daumen hoch. Nee, ohne Scheiß, wenn diese Corona-Zeit endlich mal vorbei ist, man wieder unbedenklich Urlaub machen darf, dann würde ich super gerne mal wieder nach Madeira und dann kann man ja mal zusammen, ja, ein Eis essen gehen oder so, würde mich freuen. Also es soll jetzt keine Aufforderung für ein Date sein oder so, wirklich nur rein platonisch. Aber was ist eure Meinung zu Maxify? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Wie immer würde ich mich sehr freuen über ein Abo mit Glocke. Wäre wirklich sau lieb, weil ich gebe mir echt Mühe. Bleibt gesund, Leute, behaltet euren geilen Humor und vergesst niemals, weibliche Schaufensterpuppen hatten vor 50 Jahren noch durchschnittlich 10 cm mehr Hüftumfang als heute. Wow, was sagt das über unsere Gesellschaft? Na gut, dann verpisse ich mich wieder. Euer CEO. Okidoki.